Herzlich willkommen zur ZIP24. Bei uns sehen Sie jetzt diese Themen. Wir kommen. Ein Österreicher türkischer Abstammung will mit seinem Buch aufregen. Die Türken sind nicht aufzuhalten, meint Inam Türkmen. Er diskutiert live im Studio mit der FPÖ-Abgeordneten Dagmar Belakovic-Jennewein. Mit diesem Buch will ein junger Österreich-Türke aufregen. Eine Antwort auf Thilo Sarrazin soll es sein. Zur Erinnerung, der hat zum Beispiel behauptet, ich zitiere, es ist bekannt, dass der Anteil der angeborenen Behinderungen unter den türkischen und kurdischen Migranten weit überdurchschnittlich ist. Inan Türkmen ist 24 Jahre, Österreicher und alevitischer Kurde. In seinem Buch stellt er klar, egal ob Europa will oder nicht, die Türken werden kommen, weil sie jünger, stärker und ehrgeiziger sind. Sind diese Worte mehr als nur Provokation? Darüber sprechen wir gleich. Zuerst noch Max Hartmann über die Buchpräsentation und den vermeintlichen Auslöser für dieses Buch. Mehr als 1 Million Mal ist Thilo Sarrazins Buch Deutschland schafft sich ab, seit seinem Erscheinen vor 2 Jahren über die Ladentische gewandert. Sarrazin sorgte mit seinen umstrittenen Thesen, vor allem bei den Themen Zuwanderung und Integration, aber nicht nur in Deutschland für Aufregung. Einer, der sich von Sarrazins Äußerungen besonders betroffen fühlte, war Inan Türkmen, 24 Jahre alt und als Kind türkischer Eltern in Linz geboren. Sein jetzt erschienenes Buch »Wir kommen« liest sich wie eine zornige Antwort auf Thilo Sarrazin und benutzt dabei ganz bewusst ein ähnliches Stilmittel, das der Provokation. Egal, ob ihr, und mit ihr meine ich ganz Mitteleuropa, die Türkei mögt oder nicht, egal, ob ihr uns türkische Migranten integriert oder nicht, egal, ob ihr die Türkei in der EU haben wollt oder nicht, der türkische Einfluss in Europa wird steigen. Den Vorwurf, sein Buch sei ein guter Marketing-Schachzug, will Türkmen nicht gelten lassen. Viel eher soll es ein Anstoß der Diskussion sein, denn die Türkei habe in Europa ein völlig falsches Image. Von Frauenfeindlichkeit und oft vorgeworfener Rückständigkeit könne vor allem in Istanbul keine Rede sein. Außerdem werde der stärker werdende Einfluss der Türken nicht wehtun, sagt Türkmen. Sommersprossen könnten aber seltener werden, so der Autor. Und im Studio begrüße ich dazu den Autor Inan Türkmen. Guten Abend. Schönen guten Abend. Und von der FPÖ Dagmar Belakovic-Jennewein. Guten Abend. Herr Türkmen, warum schreiben Sie so ein Buch? Naja, ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen. Aber meine Eltern stammen ursprünglich aus der Türkei. Und da ich beide Seiten sehr gut kenne, war es schon ab und zu interessant, was für ein Bild die Leute von der Türkei haben und von uns Migranten hier. Es gibt Probleme, über die weiß man Bescheid, man redet auch darüber, ist auch gut so. Man muss über Probleme reden und diese behandeln. Aber ich persönlich, der halt beide Seiten kennt und viel Positives in der Türkei sieht, wollte einfach mal diese positiven Thesen, diese positiven Sachen, die mir gefallen, mal in einem Buch schreiben. Ist das Buch eine Antwort auf Thilo Sarrazin? Dass ich jedes Mal mit Thilo Sarrazin, mit Herrn Sarrazin in einem Atemzug genannt werde in letzter Zeit, gefällt mir eigentlich gar nicht. Das hat Ihr Verlag also, gemacht. Das ist in der Presseaussendung so drinnen gestanden. Ich persönlich habe dieses Buch geschrieben, weil ich halt mal ein paar Sachen so klarstellen wollte, wie ich sie kenne und wie ich sie erlebt habe. Und das war meine Absicht und keine Antwort auf Herrn Sarrazin. Frau Belakovic-Jennewein, zu Ihrer Verteidigung muss man sagen, Sie konnten das Buch noch nicht lesen, weil es erst heute im Handel ist und Sie den ganzen Tag in Sitzungen waren. Sie kennen ein paar Ausschnitte, die in den Medien bekannt geworden sind. Was halten Sie von diesem Buch? Ich glaube, lassen Sie mich zunächst einmal sagen, dieses ganze Buch ist als Provokation zu sehen. Als Provokation am österreichischen Volk oder vielleicht, wenn der Herr Türkmen sagt, eben für ganz Mitteleuropa, an den Mitteleuropäern. Und das ist, so gesehen muss ich sagen, ist es ja nichts Neues. Wir kennen ja diese Art der Provokationen schon längst. Es gibt ja einen SPD-Abgeordneten, auch türkischer Abstammung ist der Herr Ural Öger, der hat ja schon vor einigen Jahren gesagt, das, was Sultan Süleyman in Wien begonnen hat, werden wir jetzt fortsetzen mit den gesunden Frauen und den starken Männern. So in diese, das sind alles so Provokationen, die permanent kommen. Oder wenn ich lese, morgen findet der Anti-Deutsch-Tag statt, also gegen den Deutschzwang demonstrieren Migranten, dann sind das also bewusste Provokationen, die hier gesetzt werden. Und das ist eigentlich etwas, wo ich mir schon die Frage stelle, wenn Österreich bietet allen Menschen Chancen, egal welcher Herkunft. Wenn Menschen nach Österreich kommen, hier arbeiten wollen, sich eine neue Existenz aufbauen wollen. Fragen wir nach, Herr Türkmen, hat das erlebt, ist das wirklich so? Gibt es für alle die gleichen Chancen? Natürlich haben wir alle sehr, sehr viele und große Chancen in Österreich.
weil wir ein Sozialstaat leben, der uns viel bietet. Aber mein Buch beschreibt die positiven Seiten der Türkei, die positiven Seiten der türkischen Migranten, wie ich sie erlebe. Das haben Sie schon gesagt. Die Frau Jennewein hat jetzt eher die Situation angesprochen in Österreich. Sie schreiben in Ihrem Buch auch ein Zitat vom Meinungsforscher Bachmeier, der sagt, keine andere Volksgruppe in Österreich wird so negativ beurteilt wie die Türken. Warum glauben Sie, ist das so? Naja, das geht, glaube ich, schon einige Jahre zurück. Natürlich, die erste Generation, die herkam, kam als Gastarbeiter. Sehr viele blieben. Und da hat es angefangen. Mhm. Man hat damit gerechnet, dass die Gastarbeiter wieder zurückgehen. Aber viele von denen sind geblieben. Und die Entwicklung, die da entstanden ist, ist halt negativ gegangen. Aber sind Sie das auch so, Frau Jennewein? Entschuldigung, frage ich nur kurz. Nein, tut mir leid, da muss ich. Es ist nicht das Problem der ersten Generation gewesen, sondern wir haben mittlerweile die dritte. Angefangen, meine ich. Ja, aber natürlich wir haben mittlerweile die dritte oder vierte Generation natürlich, und haben natürlich. Jugendliche, die, zweite, die nicht Generation. Deutsch können. Ich kann Deutsch. Ja, noch einmal. Was ich sagen will, also es geht wir jetzt nicht um Sie, Sie sind natürlich ein Vorzeigebeispiel. Natürlich können Sie Deutsch, das ist, hört jetzt jeder. Aber die Probleme sind ja da. Wir haben jetzt eine zweite Generation, dritte Generation, die nicht Deutsch kann. Und das ist natürlich schon eine Bringschuld jener, die hierher gekommen sind. Und wenn ich also hier, und das ist jetzt nicht alt und nicht, das ist aus dem Jahr 2011 von der Statistik Austria, also das sind die aktuellsten Daten, die verfügbar sind von der Statistik Austria in Zusammenarbeit mit dem BMI. Die sagen, also während 89% der Befragten mit Migranten aus Ex-Jugoslawien mit der Art und Weise des Lebens in Österreich einverstanden sind, sind es bei den Befragten türkischer Herkunft nur 47,8%. Das heißt, weniger als die Hälfte der türkischen Personen, also der Personen mit türkischem Hintergrund, die hier bei uns leben, sind überhaupt gewillt, sich hier anzupassen, sich hier zu integrieren. Aber das sagt ist das, das wirklich? Ist das, sagt das nicht, Sie sind einfach nur nicht zufrieden, wie es hier abläuft? Das sind auch ein bisschen eine Schulterpolitik. Dass man da vielleicht weniger versucht zu integrieren. Ich möchte mal eines festhalten. Wenn jemand nach Österreich kommt, ist es eine Bringschuld, dass er sich hier integriert. Nicht die österreichische Bevölkerung muss die Personen integrieren. Und ich glaube, ich habe einige Zitate aus Ihrem Buch gelesen. Eines ist davon, egal ob ihr uns wollt und ob ihr uns integriert oder nicht, wir kommen auf jeden Fall. Nicht wir müssen integrieren, sondern jene Personen, die zu uns kommen, müssen sich integrieren. Und es zeigen ja viele, viele Beispiele von Menschen, auch aus der Türkei. Aber man sollte schon noch einen Teil dazu beitragen. Also ich habe ein Buch über die positiven Seiten der Türkei geschrieben, wie ich es erlebt habe. Ich wiederhole mich. Ich habe keinen Integrationsbericht geschrieben. Ich habe nicht darüber geschrieben, wie gut wir nicht integriert sind alle, dass es keine Probleme gibt und. Wir müssen mal also da anfangen. Also Sie sehen anfangen. Die Probleme auch, die Frau Belakovic-Jennewein also anspricht. Alles als ein Träumer. Natürlich gibt es Probleme in der Integration, das ist klar. Aber ich bin es so angegangen, ich habe aufgehört, die Schuld einer Seite zu geben oder angefangen, die Schulden, was ist passiert, woran liegt es, dass dieses Feindbild herrscht, das zu hinterfragen. Und wir müssen aufhören, immer wieder die Schuldzuweisungen einer Seite zu geben und mal hinterfragen, okay, wieso, weshalb. Sie sagen in Ihrem Buch auch, jemand, der in Österreich, ein Türke, der in Österreich die Matura macht, ist in der Türkei hoch angesehen, hat alle Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Viele gehen auch zurück, weil sie die Hetze der Rechtspopulisten nicht mehr aushalten. Haben Sie schon mal dran gedacht, in die Türkei zurückzugehen? Natürlich gibt es Tage, wo man sich denkt, wenn man Erfahrungen macht, Alltagsrassismus, wo man sich denkt, okay, wollen mich die Leute hier? Aber ich glaube, gerade diese junge Generation, die gut ausgebildet ist, ist sehr, sehr wichtig für Österreich. Für die Wirtschaft, aber auch für diesen interkulturellen Austausch. Dass man sieht, hey, es gibt welche, die wollen, die es versuchen, nehmen wir uns ein Beispiel daran und versuchen, das Gleiche zu erreichen. Ich würde noch ganz gern kurz über die EU sprechen. EU und Türkei, auch eine heikle Sache. Frau Belakovic-Jennewein, jetzt stehen wir vor schwierigen Zeiten, Kampf, gerade mit der EU-Kampf in Richtung Asien. Die Brücken in den Nahen Osten sollten geöffnet werden. Österreich ist der größte ausländische Investor in der Türkei. Wäre es denn dann nicht an der Zeit, dass die FPÖ ihre Europapolitik überdenkt? Nein, denn ich glaube, wie Sie sagen, es ist Europapolitik und die Türkei gehört nun mal nicht zu Europa. Die Türkei ist ein asiatischer Staat und daher hat sie in einer EU nichts verloren, in einer Europäischen Union. Das sollte man hier einfach auch einmal so klar sehen. Dazu kommt ja, dass es ja mit der Türkei Abkommen gibt, also die sind ja wirtschaftlich nicht schlechter gestellt als andere EU-Staaten. Aber eines kann nicht sein, dass wir die EU einfach ausweiten und dass wir sagen, naja, dann nehmen wir halt ein bisschen weiter Asien dazu, dann wäre es eine Eurasische Union. Und angesichts der Probleme, die Sie selbst angesprochen haben, glaube ich, ist alles andere als gut, jetzt die EU auch noch zu erweitern in Richtung Asien. Also ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, dass dieses Thema EU-Beitritt, Türkei in Europa, bei uns hier in Österreich,
viel öfters diskutiert wird als wie in der Türkei. Vor ein paar Jahren war es noch ein Riesenthema, aber mittlerweile sind es ungefähr 30, 40, 45% der Bevölkerung, die in die EU wollen. Die momentane Lage in der Türkei erlaubt es natürlich nicht. Es gibt menschenrechtliche Probleme, Pressefreiheit, Frauenrechte, die katastrophal sind. Aber die Türkei bietet auch sehr, sehr vieles. Demografisch und die geografische Lage, der Wirtschaftsboom hat sehr viele positive Seiten. Aber wie gesagt, dieses Thema wird bei uns viel mehr behandelt, als es eigentlich in der Türkei ein Thema ist. Mhm. Sind Sie dafür, dass die Türkei in die EU kommt? So wie es jetzt ist, ist es natürlich nicht möglich. Also, aber grundsätzlich schon. Ich glaube, dass es für die EU vom Vorteil wäre, ein so großes Land, ein aufstrebendes Land wie die Türkei, in die EU aufzunehmen, wenn man die genannten Probleme behandelt und in den Griff bekommt. Es wird ja noch sehr viele Themen zu diskutieren geben. Leider sind wir schon über der Zeit. Herr Türkemen, eines haben Sie mit dem Buch jedenfalls erreicht. Es wird darüber gesprochen, es wird darüber diskutiert. Ich hoffe, es geht in die Richtung, die ich hier wollte. Ja. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Frau Belakovic-Jernewein, vielen Dank für den Besuch. Guten Abend. Personen, die zu uns kommen, müssen sich integrieren. Und es zeigen ja viele, viele Beispiele von Menschen, auch aus der Türkei. Aber man sollte schon noch einen Teil dazu beitragen. Ganz kurz einschränken. Also ich habe ein Buch über die positiven Seiten der Türkei geschrieben, wie ich es erlebt habe. Ich wiederhole mich. Ich habe keinen Integrationsbericht geschrieben. Ich habe nicht darüber geschrieben, wie gut wir nicht integriert sind alle, dass es keine Probleme gibt und. Wir müssen mal anfangen. Also Sie sehen die Probleme auch, die Frau Belakovic-Jenewein also anspricht? Ich bin alles als ein Träumer. Natürlich gibt es Probleme in der Integration, das ist klar. Aber ich bin es so angegangen, ich habe aufgehört, die Schuld einer Seite zu geben oder angefangen, die Schulden, was ist passiert, woran liegt es, dass dieses Feindbild herrscht, das zu hinterfragen. Und wir müssen aufhören, immer wieder die Schuldzuweisungen einer Seite zu geben und mal hinterfragen, okay, wieso, weshalb. Sie sagen in Ihrem Buch auch, jemand, der in Österreich, ein Türke, der in Österreich die Matura macht, ist in der Türkei hoch angesehen, hat alle Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Viele gehen auch zurück, weil sie die Hetze der Rechtspopulisten nicht mehr aushalten. Haben Sie schon mal dran gedacht, in die Türkei zurückzugehen? Natürlich gibt es Tage, wo man sich denkt, wenn man Erfahrungen macht, Alltagsrassismus, wo man sich denkt, okay, wollen mich die Leute hier? Aber ich glaube, gerade diese junge Generation, die gut ausgebildet ist, ist sehr, sehr wichtig für Österreich. Für die Wirtschaft, aber auch für diesen interkulturellen Austausch. Dass man sieht, hey, es gibt welche, die wollen, die es versuchen, nehmen wir uns ein Beispiel daran und versuchen, das Gleiche zu erreichen. Ich würde noch ganz gern kurz über die EU sprechen. EU und Türkei, auch eine heikle Sache. Frau Belakovic-Jenewein, jetzt stehen wir vor schwierigen Zeiten, Kampf, gerade mit der EU-Kampf in Richtung Asien. Die Brücken in den Nahen Osten sollten geöffnet werden. Österreich ist der größte ausländische Investor in der Türkei. Wäre es denn dann nicht an der Zeit, dass die FPÖ uns türkische Migranten integriert oder nicht? Egal, ob ihr die Türkei in der EU haben wollt oder nicht. Der türkische Einfluss in Europa wird steigen. Den Vorwurf, sein Buch sei ein guter Marketing-Schachzug, will Türkmen nicht gelten lassen. Viel eher soll es ein Anstoß der Diskussion sein, denn die Türkei habe in Europa ein völlig falsches Image. Von Frauenfeindlichkeit und oft vorgeworfener Rückständigkeit könne vor allem in Istanbul keine Rede sein. Außerdem werde der stärker werdende Einfluss der Türken nicht wehtun, sagt Türkmen. Sommersprossen könnten aber seltener werden, so der Autor. Und im Studio begrüße ich dazu den Autor Inan Türkmen. Guten Abend. Schönen guten Abend. Und von der FPÖ Dagmar Belakovic-Jenewein. Guten Abend. Guten Abend. Herr Türkmen, warum schreiben Sie so ein Buch? Naja, ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen. Aber meine Eltern stammen ursprünglich aus der Türkei. Und da ich beide Seiten sehr gut kenne, war es schon ab und zu interessant, was für ein Bild die Leute von der Türkei haben und von uns Migranten hier. Es gibt Probleme, über die weiß man Bescheid, man redet auch darüber, ist auch gut so. Man muss über Probleme reden und diese behandeln. Aber ich persönlich, der halt beide Seiten kennt und viel Positives in der Türkei sieht, wollte einfach mal diese positiven Thesen, diese positiven Sachen, die mir gefallen, mal in einem Buch schreiben. Ist das Buch eine Antwort auf Thilo Sarrazin? Dass ich jedes Mal mit Thilo Sarrazin, mit Herrn Sarrazin, in einem Atemzug genannt werde in letzter Zeit, gefällt mir eigentlich gar nicht. Das hat Ihr Verlag also gemacht? Das ist in der Presseaussendung so drinnen gestanden? Ich persönlich habe dieses Buch geschrieben, weil ich halt mal ein paar Sachen so... Herzlich willkommen zur ZIP24. Bei uns sehen Sie jetzt diese Themen.
Wir kommen. Ein Österreicher türkischer Abstammung will mit seinem Buch aufregen. Die Türken sind nicht aufzuhalten, meint Inam Türkmen. Er diskutiert live im Studio mit der FPÖ-Abgeordneten Dagmar Belakovic-Jennewein. Mit diesem Buch will ein junger Österreich-Türke aufregen. Eine Antwort auf Thilo Sarrazin soll es sein. Zur Erinnerung, der hat zum Beispiel behauptet, ich zitiere, es ist bekannt, dass der Anteil der angeborenen Behinderungen unter den türkischen und kurdischen Migranten weit überdurchschnittlich ist. Inan Türkmen ist 24 Jahre, Österreicher und alevitischer Kurde. In seinem Buch stellt er klar, egal ob Europa will oder nicht, die Türken werden kommen, weil sie jünger, stärker und ehrgeiziger sind. Sind diese Worte mehr als nur Provokation? Darüber sprechen wir gleich. Zuerst noch Max Hartmann über die Buchpräsentation und den vermeintlichen Auslöser für dieses Buch. Mehr als 1 Million Mal ist Thilo Sarrazins Buch Deutschland schafft sich ab, seit seinem Erscheinen vor 2 Jahren über die Ladentische gewandert. Sarrazin sorgte mit seinen umstrittenen Thesen, vor allem bei den Themen Zuwanderung und Integration, aber nicht nur in Deutschland für Aufregung. Einer, der sich von Sarrazins Äußerungen besonders betroffen fühlte, war Inan Türkmen, 24 Jahre alt und als Kind türkischer Eltern in Linz geboren. Sein jetzt erschienenes Buch »Wir kommen« liest sich wie eine zornige Antwort auf Thilo Sarrazin und benutzt dabei ganz bewusst ein ähnliches Stilmittel, das der Provokation. Egal, ob ihr, und mit ihr meine ich ganz Mitteleuropa, die Türkei mögt oder nicht, egal, ob ihr... Die erste Generation, die herkam, kam als Gastarbeiter, sehr viele blieben und da hat es angefangen. Man hat damit gerechnet, dass diese Gastarbeiter wieder zurückgehen. Aber viele von denen sind geblieben und die Entwicklung, die da entstanden ist, ist halt negativ gegangen. Aber sind Sie das auch so, Frau Jennewein? Entschuldigung, frage ich nur kurz. Nein, tut mir leid, da muss ich, es ist nicht das Problem der ersten Generation gewesen, sondern wir haben mittlerweile die dritte, meine ich. Ja, aber wir haben mittlerweile die dritte oder vierte Generation und haben Jugendliche, die nicht Deutsch können. Ich kann Deutsch. Aber ja, noch einmal. Was ich sagen will, also es geht jetzt nicht um Sie, sind natürlich ein Vorzeigebeispiel. Natürlich können Sie Deutsch, das ist, hört jetzt jeder, aber die Probleme sind ja da. Wir haben jetzt eine zweite Generation, eine dritte Generation, die nicht Deutsch kann. Und das ist natürlich schon eine Bringschuld jener, die hierher gekommen sind. Und wenn ich also hier, und das ist jetzt nicht alt und nicht, das ist aus dem Jahr 2011 von der Statistik Austria, also das sind die aktuellsten Daten, die verfügbar sind von der Statistik Austria in Zusammenarbeit mit dem BMI. Die sagen, also während 89% der Befragten mit Migranten aus Ex-Jugoslawien mit der Art und Weise des Lebens in Österreich einverstanden sind, sind es bei den Befragten türkischer Herkunft nur 47,8%. Das heißt, weniger als die Hälfte der türkischen Personen, also der Personen mit türkischem Hintergrund, die hier bei uns leben, sind überhaupt gewillt, sich hier anzupassen, sich hier zu integrieren. Aber das sagt ist das wirklich? Ist das, sagt das nicht, sie sind einfach nur nicht zufrieden, wie es hier abläuft? Ist das nicht auch ein bisschen eine Schulterpolitik, dass man da vielleicht weniger versucht zu integrieren? Ich möchte mal eines festhalten. Wenn jemand nach Österreich kommt, ist es eine Bringschuld, dass er sich hier integriert. Nicht die österreichische Bevölkerung muss die Personen integrieren. Und ich glaube, ich habe einige Zitate aus Ihrem Buch gelesen. Eines ist davon, egal ob ihr uns wollt und ob ihr uns integriert oder nicht, wir kommen auf jeden Fall. Nicht wir müssen integrieren, sondern jene Person. Klarstellen wollte, wie ich sie kenne und wie ich sie erlebt habe. Und das war meine Absicht und keine Antwort auf Herrn Sarrazin. Frau Belakovic-Jennewein, zu Ihrer Verteidigung muss man sagen, Sie konnten das Buch noch nicht lesen, weil es erst heute im Handel ist und Sie den ganzen Tag in Sitzungen waren. Sie kennen ein paar Ausschnitte, die in den Medien bekannt geworden sind. Was halten Sie von diesem Buch? Ich glaube, lass es mich zunächst einmal sagen, dieses ganze Buch ist als Provokation zu sehen. Als Provokation am österreichischen Volk oder vielleicht, wenn der Herr Türkmen sagt, eben für ganz Mitteleuropa, an den Mitteleuropäern. Und das ist, so gesehen muss ich sagen, ist es ja nichts Neues. Wir kennen ja diese Art der Provokationen schon längst. Es gibt ja einen SPD-Abgeordneten, auch türkischer Abstammung ist der Herr Ural Öger, der hat ja schon vor einigen Jahren gesagt, das, was Sultan Süleyman in Wien begonnen hat, werden wir jetzt fortsetzen mit den gesunden Frauen und den starken Männern. So in diese, das sind alles so Provokationen, die permanent kommen. Oder wenn ich lese, morgen findet der Anti-Deutsch-Tag statt, also gegen den Deutschzwang demonstrieren Migranten, dann sind das also bewusste Provokationen, die hier gesetzt werden. Und das ist eigentlich etwas, wo ich mir schon die Frage stelle, wenn Österreich bietet allen Menschen Chancen, egal welcher Herkunft. Wenn Menschen nach Österreich kommen, hier arbeiten wollen, sich eine neue Existenz aufbauen wollen. Fragen wir nach, Herr Türkmen, er hat das erlebt, ist das wirklich so? Gibt es für alle die gleichen Chancen? Natürlich haben wir alle sehr, sehr viele und große Chancen in Österreich, weil wir in einem Sozialstaat leben, der uns viel bietet. Aber
Mein Buch beschreibt die positiven Seiten der Türkei. Die positiven Seiten der türkischen Migranten, wie ich sie erlebe. Das haben Sie schon gesagt. Die Frau Jennewein hat jetzt eher die Situation angesprochen in Österreich. Sie schreiben in Ihrem Buch auch ein Zitat vom Meinungsforscher Bachmeier, der sagt, keine andere Volksgruppe in Österreich wird so negativ beurteilt wie die Türken. Warum glauben Sie, ist das so? Naja, das geht, glaube ich, schon einige Jahre zurück. Natürlich. Egal, ob ihr, und mit ihr meine ich ganz Mitteleuropa, die Türkei mögt oder nicht. Egal, ob ihr uns türkische Migranten integriert oder nicht. Egal, ob ihr die Türkei in der EU haben wollt oder nicht. Der türkische Einfluss in Europa wird steigen. Den Vorwurf, sein Buch sei ein guter Marketing-Schachzug, will Türkmen nicht gelten lassen. Viel eher soll es ein Anstoß der Diskussion sein, denn die Türkei habe in Europa ein völlig falsches Image. Von Frauenfeindlichkeit und oft vorgeworfener Rückständigkeit könne vor allem in Istanbul keine Rede sein. Außerdem werde der stärker werdende Einfluss der Türken nicht wehtun, sagt Türkmen. Sommersprossen könnten aber seltener werden, so der Autor. Und im Studio begrüße ich dazu den Autor Inan Türkmen. Guten Abend. Schönen guten Abend. Und von der FPÖ Dagmar Belakovic-Jennewein. Guten Abend. Guten Abend. Herr Türkmen, warum schreiben Sie so ein Buch? Naja, ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen. Aber meine Eltern stammen ursprünglich aus der Türkei. Und da ich beide Seiten sehr gut kenne, war es schon ab und zu interessant, was für ein Bild die Leute von der Türkei haben und von uns Migranten hier. Es gibt Probleme, über die weiß man Bescheid, man redet auch darüber, ist auch gut so. Man muss über Probleme reden und diese behandeln. Aber ich persönlich, der halt beide Seiten kennt und viel Positives in der Türkei sieht, wollte einfach mal diese positiven Thesen, diese positiven Sachen, die mir gefallen, mal in einem Buch schreiben. Ist das Buch eine Antwort auf Thilo Sarrazin? Dass ich jedes Mal mit tiefen Seiten der türkischen Migranten, wie ich sie erlebe. Das haben Sie schon gesagt. Die Frau Jennewein hat jetzt eher die Situation angesprochen in Österreich. Sie schreiben in Ihrem Buch auch ein Zitat vom Meinungsforscher Bachmeier, der sagt, keine andere Volksgruppe in Österreich wird so negativ beurteilt wie die Türken. Warum glauben Sie, ist das so? Naja, das geht, glaube ich, schon einige Jahre zurück. Natürlich, die erste Generation, die herkam, kamen als Gastarbeiter, sehr viele blieben und da hat es angefangen. Man hat damit gerechnet, dass diese Gastarbeiter wieder zurückgehen, aber viele von denen sind geblieben und die Entwicklung, die da entstanden ist, ist halt negativ gegangen. Aber sehen Sie das auch so, Frau Jennewein? Entschuldigung, frage ich nur kurz. Nein, tut mir leid, da muss ich. Es ist nicht das Problem der ersten Generation gewesen, sondern wir haben mittlerweile die dritte. Angefangen, meine ich. Ja, aber natürlich, wir haben mittlerweile die dritte oder vierte Generation natürlich, und haben Jugendliche, die nicht Generation. Deutsch können. Ich kann Deutsch. Ja, noch einmal. Was ich sagen will, also es geht wir jetzt müssen nicht mal um Sie, sind natürlich ein Vorzeigebeispiel. Natürlich können Sie Deutsch, das hört jetzt jeder. Aber die Probleme sind ja da. Wir haben jetzt eine zweite Generation, eine dritte Generation, die nicht Deutsch kann. Und das ist natürlich schon eine Bringschuld jener, die hierher gekommen sind. Und wenn ich also hier, und das ist jetzt nicht alt und nicht, das ist aus dem Jahr 2011 von der Statistik Austria. Also das sind die aktuellsten Daten, die verfügbar sind von der Statistik Austria in Zusammenarbeit mit dem BMI. Die sagen, also während 89% der Befragten mit Migranten aus Ex-Jugoslawien mit der Art und Weise des Lebens in Österreich einverstanden sind, sind es bei den Befragten türkischer Herkunft nur 47,8%. Das heißt, weniger als die Hälfte der türkischen Personen, also der Personen mit türkischem Hintergrund, die hier bei uns leben, sind überhaupt gewillt, sich hier anzupassen, sich hier zu integrieren. Aber das sagt ist das wirklich? Sagt das nicht, sie sind einfach nur nicht zufrieden, wie es hier abläuft? Ist das nicht auch ein bisschen eine Schulterpolitik, dass man da vielleicht weniger versucht zu integrieren? Ich möchte mal eines festhalten. Wenn jemand nach Österreich kommt, ist es eine Bringschuld, dass er sich hier integriert. Nicht die österreichische Bevölkerung muss die Personen integrieren. Und ich glaube, ich habe einige Zitate aus Ihrem Buch gelesen. Eines ist davon, egal ob ihr uns wollt und ob ihr uns integriert oder nicht, wir kommen auf jeden Fall. Nicht wir müssen integrieren, sondern jene Personen, die zu uns kommen, müssen sich integrieren. Und es zeigen ja viele, viele Beispiele von Menschen, auch aus der Türkei. Aber man sollte schon noch einen Teil dazu beitragen. Also ich habe ein Buch über die positiven Seiten der Türkei geschrieben, wie ich es erlebt habe. Ich wiederhole mich. Ich habe keinen Integrationsbericht geschrieben. Ich habe nicht darüber geschrieben, wie gut wir nicht integriert sind alle, dass es keine Probleme gibt und, und. Wir müssen mal also da Sie anfangen. Also Sie sehen die Probleme auch, die Frau Belakovic-Jennewein also anspricht? Bin alles als ein Träumer. Natürlich gibt es Probleme in der Integration, das ist klar. Aber ich bin es so angegangen, ich habe aufgehört,
die Schuld einer Seite zu geben oder angefangen, die Schulden, was ist passiert, woran liegt es, dass dieses Feindbild herrscht, das zu hinterfragen. Und wir müssen aufhören, immer wieder die Schuldzuweisungen einer Seite zu geben und mal hinterfragen, okay, wieso, weshalb. Sie sagen in Ihrem Buch auch, jemand, der in Österreich, ein Türke, der in Österreich die Matura macht, ist in der Türkei hoch angesehen, hat alle Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Viele gehen auch zurück, weil sie die Hetze der Rechtspopulisten nicht mehr aushalten. Haben Sie schon mal dran gedacht, in die Türkei zurückzugehen? Natürlich gibt es Tage, wo man sich denkt, wenn man Erfahrungen macht, Alltagsrassismus, wo man sich denkt, okay, wollen mich die Leute hier? Aber ich glaube, gerade diese junge Generation, die gut ausgebildet ist, ist sehr... Herzlich willkommen zur ZIP24. Bei uns sehen Sie jetzt diese Themen. Wir kommen. Ein Österreicher türkischer Abstammung will mit seinem Buch aufregen. Die Türken sind nicht aufzuhalten, meint Inam Türkmen. Er diskutiert live im Studio mit der FPÖ-Abgeordneten Dagmar Belakovic-Jennewein. Mit diesem Buch will ein junger Österreich-Türke aufregen. Eine Antwort auf Thilo Sarrazin soll es sein. Zur Erinnerung, der hat zum Beispiel behauptet, ich zitiere, es ist bekannt, dass der Anteil der angeborenen Behinderungen unter den türkischen und kurdischen Migranten weit überdurchschnittlich ist. Inan Türkmen ist 24 Jahre, Österreicher und alevitischer Kurde. In seinem Buch stellt er klar, egal ob Europa will oder nicht, die Türken werden kommen, weil sie jünger, stärker und ehrgeiziger sind. Sind diese Worte mehr als nur Provokation? Darüber sprechen wir gleich. Zuerst noch Max Hartmann über die Buchpräsentation und den vermeintlichen Auslöser für dieses Buch. Mehr als 1 Million Mal ist Thilo Sarrazins Buch Deutschland schafft sich ab, seit seinem Erscheinen vor 2 Jahren über die Ladentische gewandert. Sarrazin sorgte mit seinen umstrittenen Thesen, vor allem bei den Themen Zuwanderung und Integration, aber nicht nur in Deutschland für Aufregung. Einer, der sich von Sarrazins Äußerungen besonders betroffen fühlte, war Inan Türkmen, 24 Jahre alt und als Kind türkischer Eltern in Linz geboren. Sein jetzt erschienenes Buch »Wir kommen« liest sich wie eine zornige Antwort auf Thilo Sarrazin und benutzt dabei ganz bewusst ein ähnliches Stilmittel, das der Provokation. Thilo Sarrazin, wenn Herrn Sarrazin in einem Atemzug genannt werde in letzter Zeit, gefällt mir eigentlich gar nichts. Das hat Ihr Verlag also gemacht. Das ist in der Presseaussendung so drinnen gestanden. Ich persönlich habe dieses Buch geschrieben, weil ich halt mal ein paar Sachen so klarstellen wollte, wie ich sie kenne und wie ich sie erlebt habe. Und das war meine Absicht und keine Antwort auf Herrn Sarrazin. Frau Belakovic-Jennewein, zu Ihrer Verteidigung muss man sagen, Sie konnten das Buch noch nicht lesen, weil es erst heute im Handel ist und Sie den ganzen Tag in Sitzungen waren. Sie kennen ein paar Ausschnitte, die in den Medien bekannt geworden sind. Was halten Sie von diesem Buch? Ich glaube, lassen Sie mich zunächst einmal sagen, dieses ganze Buch ist als Provokation zu sehen. Als Provokation am österreichischen Volk oder vielleicht, wenn der Herr Türkmen sagt, eben für ganz Mitteleuropa, an den Mitteleuropäern. Und das ist, so gesehen muss ich sagen, ist es ja nichts Neues. Wir kennen ja diese Art der Provokationen schon längst. Es gibt ja einen SPD-Abgeordneten, auch türkischer Abstammung ist der Herr Ural Öger, der hat ja schon vor einigen Jahren gesagt, das, was Sultan Süleyman in Wien begonnen hat, werden wir jetzt fortsetzen mit den gesunden Frauen und den starken Männern. So in diese, das sind alles so Provokationen, die permanent kommen. Oder wenn ich lese, morgen findet der Anti-Deutsch-Tag statt, also gegen den Deutschzwang demonstrieren Migranten, dann sind das also bewusste Provokationen, die hier gesetzt werden. Und das ist eigentlich etwas, wo ich mir schon die Frage stelle, wenn Österreich bietet allen Menschen Chancen, egal welcher Herkunft. Wenn Menschen nach Österreich kommen, hier arbeiten wollen, sich eine neue Existenz aufbauen wollen. Fragen wir nach, Herr Türkmen, er hat das erlebt. Ist das wirklich so? Gibt es für alle die gleichen Chancen? Natürlich haben wir alle sehr, sehr viele und große Chancen in Österreich, weil wir in einem Sozialstaat leben, der uns viel bietet. Aber mein Buch beschreibt die positiven Seiten der Türkei. Die positiven